Wir fordern die Polizei auf, ein offenes Rathaus und einen öffentlichen Bezirkswahlausschuss den Zugang zu ermöglichen, so wie das das Recht eines jeden Bürgers ist. Sonst probieren wir hier irgendwelche Gefahrenprognosen, die am Ende nicht zustimmen, die nicht stimmen und die außerdem auch noch eine Kriminalisierung der Menschen darstellen, die dort ihr Recht wahrnehmen wollen. Lassen Sie bitte die Menschen rein, denn Sie haben genauso ein Recht, den Wahlausschuss zu verfolgen, wie ein Herr Ruß das in Anspruch nimmt. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Da Pro Deutschland ja zum Beispiel Thilo Sarrazin auch den Vorsitz angeboten hatte nach seinem Buch. Kurz zu der Pressemitteilung, die das Bündnis gegen Rassismus und Sozialchauvinismus mit Unterstützung des Bündnis Rechtspopulismus stoppen, sowie Allmende e.V. und vielen anderen heute herausgegeben hat. Vor ein paar Tagen hat Thilo Sarrazin mit einem Kamerateam des ZDF Kreuzberg besucht. Dabei ist er überall auf Wut und Empörung gestoßen. Denn Sarrazin ist die Galionsfigur eines neuen offensiven Rassismus in Deutschland. In seinem Bestseller Deutschland schafft sich ab, stellt er Menschen mit türkischem oder arabischem Familienhintergrund als genetisch bedingt dumm und unproduktiv dar. Nach Jahrzehnten rassistischer Ausgrenzung werden sie jetzt als Integrationsverweigerer beschimpft. Kein Wunder, dass sich die Betroffenen spontan wehren. Sarrazins Besuch war von Anfang an als Provokation gedacht. Ein Rassist inszeniert sich als guter Demokrat, der die Diskussion mit den Betroffenen sucht. Wer sein großzügiges Diskussionsangebot ausschlägt, wird als intolerant, unzivilisiert und undemokratisch gebrandmarkt. Das ZDF unterstützt diese populistische Masche. Man habe einen Dialog herstellen wollen. Doch dieser Dialog ist von vornherein vergiftet. Sarrazin und die Massenmedien bestimmen, was und wie diskutiert wird. Die Betroffenen werden vorgeführt und müssen sich ständig gegen Vorurteile verteidigen. Viele Zeitungen schreiben, Türken oder Muslime hätten Sarrazin aus Kreuzberg vertrieben. Der Konflikt erscheint als Problem zwischen Migrantinnen und Deutschen. Das ist falsch. Die Betroffenen stehen nicht alleine. Wir lassen uns nicht spalten und kämpfen gemeinsam gegen den Rassismus Sarrazins. Wir kämpfen aber auch gegen den alltäglichen Rassismus der staatlichen Behörden, die Menschen nach ihrem Nutzen für den Standort Deutschland systematisch ein- und ausgrenzen. Freitagabend wird die Dokumentation über Sarrazins Kreuzberg-Besuch im ZDF gezeigt.